Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mein Name ist Dennis, aus Hamburg eigentlich, ne? Aber ich bin immer noch auf Sylt, immer noch ein bisschen Urlaub in unserer Wohnung hier machen. Und ja, ich habe euch heute was mitgebracht. Und zwar möchte ich euch heute die Top 10 Chanel-Düfte vorstellen. Meine Top 10 Chanel-Düfte. Ne? Das ist immer Ansicht oder Geschmackssache, aber ich möchte euch heute mal meine Top 10 Chanel-Düfte vorstellen. Ich habe leider keinen hier, weil, wie gesagt, ich bin in Urlaub. Ich habe keinen Chanel-Duft mitgenommen. Viele Düfte mitgenommen für Leute, die das erste Mal hier sind. Ich habe viele Düfte mitgenommen, aber keinen Chanel-Duft. Tja, so ist das. Deswegen werde ich sie einblenden. Aber ich denke, auch einige werden sie kennen. Und ja, für alle Neuen, bleibt einfach hier, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr Bock auf Düfte habt, seid ihr genau richtig hier. So, Platz 10 ist der Allure Homme Sport von Chanel. Ja, das ist Platz 10. Das ist ein sportlicher, zitrischer Duft, der eine, ja, coole, frische, zitrische Frische mitbringen und natürlich die Allure Homme Sport DNA oder beziehungsweise die Chanel DNA mitbringt. So, mit dem Duft könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Hat auch eine gute Stärke, der hält so 7-8 Stunden, das ist gar nicht schlecht. Und was heißt, das ist gut, ne? Das ist gut. Und ja, ich kann eigentlich gegen den Duft null sagen, was. Er ist Platz 10, ja, das ist, die anderen sind besser, finde ich. Aber bei Chanel ist das ja so, ich finde, dass Chanel keine schlechten Düfte macht. So, deswegen sind diese Top 10 auch nicht so einfach wieder gewesen, aber der Sport ist auf Platz 10. Also ihr müsst diesen Sport euch einfach so vorstellen. Es ist ein zitrischer Duft in meinen Augen und ja, sportlich, frisch, zitrisch. Mandarine, Meerwasser, Orange beinhaltet dieser Duft. Und das ist auch der Hauptpunkt irgendwie. Er wird ein bisschen, ja, vielleicht auf meiner Haut ein bisschen grün noch, aber ganz minimal. Im Endeffekt ist es einfach ein zitrischer. Dadurch, dass es Orange, auch Mandarine, leicht fruchtiger Duft, der auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Auf Platz 9 kommt der Platinum Egoist. Yes, und das ist ein geiler Barbershop-Duft. So, Minze, frisch, clean, sauber, als wenn ihr gerade euch rasiert habt und so weiter. Was soll man zu Barbershop-Düften sagen? Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass der Chanel einer der da oben mitspielt, was Barbershop-Düfte angeht. Also wenn ihr einen schönen, sauberen Barbershop-Duft haben wollt, einen richtig eleganten, guten, der auch richtig gut ausstrahlt, so 6, 7, 8 Stunden, dann holt euch das Platinum Egoist, ein wirklich genialer Barbershop-Duft. Also er ist bei mir schon, was Barbershop-Düfte angeht, weit, weit oben, weil er wirklich dieses Feeling und diesen Geruch, die ein Barbershop-Duft an sich hat, durch die Minze auch, was, ja, schwer zu beschreiben, was sauberes einfach, clean, was klares, clean, und das macht diesen Duft richtig gut. Wichtig ist natürlich Lavendel. Wie ist der Lavendel im Duft, ja, verarbeitet worden? Zu viel Lavendel ist nicht zu gut. Zu wenig Lavendel macht kein Barbershop-Duft aus. Und deswegen, aber hier passt es einfach. Lavendel, Minze, also Lavendel ist der Bestandteil eines Barbershop-Duftes. Minze auch, aber minimal. Der Duft beinhaltet auch noch Vetiver. Und ich bin der Meinung, dass der Chanel Egoist überhaupt keine Minze hat. Aber ich finde immer, das ist so, ich rieche es trotzdem irgendwie im Background. So, und deswegen, also, wenn ihr einen geilen Barbershop-Duft haben wollt, wir wollen gar nicht abschweifen, ist der Platinum Egoist einfach gut. Auf Platz 8, ja, das Original Bleu de Chanel. Was soll ich da eigentlich dazu sagen? Eigentlich nichts, oder? Ein frischer, zitrischer, fruchtiger, leicht süßlicher Duft. Einer der besten. Ja, jetzt kommt wieder das Wort Duschgel-Düfte. Und ist immer noch, das Eau de Toilette ist immer noch extrem beliebt bei Frauen. Egal, wer was meint, es gibt ja immer so, ist das, ja, braucht man das noch? Ich mache auch diese Videos oder inzwischen Short-Videos auch. Also guck gerne auch meine Short-Videos. Ist auch ein bisschen mit Fun manchmal, ne? Ich mache auch gerne mal ein bisschen Fun in Short-Videos. Aber Fakt ist, dass der Chanel oder Bleu de Chanel immer noch funktioniert. Also wer kann denn sagen, der funktioniert nicht mehr? So, das ist doch Ansichtssache.
Also wenn ihr sagt, der geht nach 30 Jahren noch, dann geht der nach 30 Jahren. So, das ist meine Meinung. Und natürlich, ne, deswegen mache ich auch diese Videos, läuft der Blur des Chanel 2023 noch, so als Beispiel. Ja, der läuft noch. So, und deswegen, wie gesagt, ihr kennt Blur des Chanel, ne, und mehr muss ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist das Eau de Toilette. Ja, und funktioniert das ganze Jahr, funktioniert im Büro, funktioniert bei Frauen, funktioniert beim Date, funktioniert beim Sport, funktioniert einfach. So, und deswegen gehen wir weiter zu Platz 7. Ja, und Platz 7 ist Allure Homme Edition Blanche. Da kann ich nur sagen, weil das ist einfach der Zitronenkuchen. Wenn ihr Bock habt, ihr kennt doch einen Zitronenkuchen, ne? Ich weiß nicht mehr, ob die heute oder heutzutage so wie früher riechen und schmecken. Ich habe lange keinen Zitronenkuchen gegessen, aber ihr wisst, von was ich rede. Wenn ihr einen richtig schönen Zitronenkuchenduft haben wollt, für den Sommer. Süß, Zitrone, diese Cremigkeit durch den, wie beim Zitronenkuchen, der Guss, der Zitronenguss, der oben drauf ist, dann holt euch das, meine Fresse, sorry, dann holt euch bis, bitte, ich lasse das jetzt hier drin, ich schneide das nicht raus, weil das kann eben, ja, das ist eben auch mal geil und ja, wenn denn die Sätze nicht immer klappen, ja, Edition Blanche. Holt euch bitte Chanel Allure Edition Blanche, wenn ihr einen richtigen geilen Zitronenkuchen haben wollt, wo der Zitronenguss auch oben richtig schön cremig ist. So, ne? So soll das sein. Und ja, wirklich, es ist ein geiler Zitronenkuchenduft. Habe ich schon gesagt, dass es ein Zitronenkuchenduft ist? Es ist ein Zitronenkuchenduft. Zitrisch. Er ist zitrisch. Vorsichtig mit Wespen. Der zieht, das ist der Nachteil, wirklich, das ist auch kein Flachs und kein Bla. Ein Glück hier oben im Norden, ich weiß nicht, wie das Rest der Republik ist, gibt es nicht so viel extreme Wespen hier oben. Aber dieser Duft, ich weiß das, ich habe den ja schon länger, es ist mit Vorsicht zu genießen, weil er ist wirklich süß und diese Zitrone, das lockt wirklich Wespen an. Und das ist der einzige Nachteil. Sonst ist dieser Duft geil und ihr müsst, ich muss auch nicht da groß irgendwelche Inhaltsstoffe erwähnen, weil er riecht nach Zitronenkuchen, was ich schon erwähnt hatte. Sehr geiler Duft. So, Platz 6 kommt das Bleu de Chanel Parfüm. Ja, das Parfüm ist im Endeffekt männlicher, holziger, abgerundeter, tiefer, 8 Stunden Haltbarkeit, nicht wie viele sagen, 3, 4, ich meine, jede Haut ist anders, aber dieser Duft ist gut, absolut gut, gefällt mir persönlich besser, deswegen ist er auch weiter oben. Ihr wisst ja, wie, ne, das Bleu de Chanel, Eau de Toilette ist top, aber ich finde das Parfüm besser. Gleich vorweg, das Eau de Parfüm ist gar nicht in der Liste, das ist so dieses Mittelding, aber ich finde, das braucht man nicht. Also ich bin der Meinung, man braucht nur das Eau de Toilette und das Parfüm. Das Parfüm ist einfach, wie gesagt, ihr kennt Bleu de Chanel, diese ja, extreme Frische, fruchtige Frische. Hier ist die Süße, versteht das nicht falsch mit Süße, das Bleu de Chanel ist kein süßer Duft, aber leichte Süße, Cremigkeit ist hier weggenommen und dann die Holzigkeit, Holz schön, das ist schon männlich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Ableger und Flanker und im Endeffekt für mich der beste Bleu de Chanel, weil der kommt richtig gut männlich und ich finde, der macht Spaß und deswegen ist er auf Platz 6. Auf Platz 5 kommt der Duft, wenn ihr, oder ich sage ja immer, wenn ihr nicht wisst, was ihr tragen wollt, dann holt euch den, und zwar ist das Allure Homme Sport, fängt immer gleich an, ne? Allure Homme Sport O-Extreme, yes. Ich weiß nicht, ich kenne keinen Menschen, ob männlich, weiblich, Kind, mein Sohn, es gibt keinen, der diesen Duft schlecht findet. Und deswegen ist es ein Allrounder, der einfach das ganze Jahr funktioniert. Er funktioniert einfach. Ihr habt hier Zypresse drin, Mandarine. Ich finde ja geil, wenn Mandarine drin ist. Das ist einfach was anderes als Bergamotte. Ich mache Mandarine. Clementine wäre auch übrigens mal geil. Schreibt mal runter, kennt ihr einen Duft mit Clementine? Ich weiß gar nicht, da habe ich auch so viele, ich habe zu viele Düfte dafür. Dann habe ich einen Clementine. Ich glaube nicht. Nee.
Clementine nicht. Wäre auch mal ganz geil. Sagt mir mal einen geilen Creme. Ich trinke gern, kennt ihr dieses, ich will keine Werbung machen, es gibt so ein italienisches Getränk, da gibt's Clementine, ist geil. Die Marke gibt's auch in Hollywood-Filmen, ist eine sehr, das Wasser, ja, und da gibt's dann auch mit Frucht und Clementine gibt's da, sehr nice. Aber ich will nicht abschweifen, Mandarine ist in diesem Duft drin und Zypresse und ist geil. Er funktioniert einfach. Er funktioniert einfach und ist richtig gut. Minze ist auch noch drin, Pfeffer. Ist aber kein extrem pfeffriger Duft. Er hat alles so, ich glaube, Tonkabohnen ist auch drin und so weiter. Es funktioniert einfach. Obwohl er hat so, er ist nicht süß, er ist aber auch nicht, es ist kein Barbershop-Duft. Er ist einfach das Mittelding. Richtig schön, trotzdem frisch, aber Gentleman. Passt auch perfekt ins Büro. Also dieser Duft ist top. So, und auf Platz 4 kommt der Allure Homme, das Original. So, der ist bei mir so weit oben. Bei vielen wäre er, glaube ich, gar nicht drin oder weiter unten. Das ist der Duft. Alle reden von Allure, was ich eben gerade aufgezählt habe. Allure Homme Sport, Allure Homme Edition Blanche, Allure Homme OX2 und so weiter. Aber keiner redet vom Original. Das Original ist einer der geilsten Düfte, die es gibt im Designerbereich. Männlichkeit. Der sprüht noch mehr Männlichkeit aus. Dazu auch Lavendel, Bergamotte und Pfirsich. Und auch eine leichte Holzigkeit mit einer leichten Süße und cremig. Und ihr müsst diesen Duft riechen. Holz im Background, das ist so ein geiler Duft. Ich weiß nicht, warum man den so weglässt. Ich finde das schade, weil gerade der ist für mich wirklich der Beste, das Original. So, und ich möchte gar nicht mehr dazu. Ihr solltet wirklich, geht und testet das Original bitte mal. Geht in die Parfümerie und testet das Original. Absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt. Wirklich, es ist ein geiler Männerduft. So, dann kommen wir zu Platz 3, die Bronzemedaille, und das ist Antheos. Ja, das wird jetzt nicht jeder mögen, das ist klar, von den Jüngeren wird es schon so. Das ist meine Top 10, aber Antheos ist absolut ein Meisterwerk, was auch animalisch angeht. Der ist ein bisschen anders, leider ein bisschen schwächer von der Haltbarkeit, auch wie früher. Früher war auch noch animalischer mit mehr Leder, glaube ich. Aber heutzutage, das ist ein Duft, wenn ich den aufsprühe, das ist ein männlicher Duft. Und nicht, weil er animalisch ist. Er bringt was rüber, er bringt auch was Sauberkeit, animalisch, Barbershop-Feeling, grün, moosig. All dieses bringt er mit. Und früher ist man da mit Anzug weggegangen. Das funktioniert auch heute noch. Nur wenn draußen natürlich einer dich anguckt, warum riechst du so? Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ein animalischer Duft auf der Haut und draußen anders riecht, als wenn ihr ihn an Flakon riecht oder gleich aufsprüht. So, wenn ihr diese, ich will das nicht wieder sagen, diese Pissoir-Klo-Gedanken habt, das habt ihr, wenn er in der Luft riecht, habt ihr das nicht unbedingt so. Ich sage unbedingt, weil jeder das anders riecht. Aber dieser Duft, geht mal bitte in die Parfümerie, sprüht, wenn er denn noch da steht, sprüht ihn auf und geht mal kurz weg und testet diesen Duft mal. Antheos ist ein Meisterwerk von Chanel. Alle, die jetzt kommen, also die Top 10 sind alles, Chanel macht super Düfte, aber ab Platz 3 ist, auch wenn der Allure, der geht noch ein bisschen dran, dann gehen die anderen gehen ein bisschen weg. Allure ist noch ein bisschen dichter dran an den Platz 3, 2 und 1. Aber die sind dann schon eine Ecke weg, weil das sind Meisterwerke von Chanel in meinen Augen. Und ja, dazu gehört Antheos auf Platz 3. Testet ihn wirklich mal. Also so viel animalischer ist er nicht mehr, finde ich. Biber geil, ja, und ihr habt da Jasmin, es ist blumig, es ist animalisch, ja, da kommt ihr auf so ein Feeling, was nicht viele mögen, aber wirklich, testet ihn wirklich mal. So, auf Platz 2, ich wusste nicht 1 und 2, das fällt mir sehr schwer. Antheos wusste ich 3, okay, obwohl ich ihn super geil finde. Aber Platz 2 und 1 war sehr, sehr schwer. Man kann die auch umswitchen. In meinen Augen. Bei mir kann man, ne, das ist immer verschieden. Auf Platz 2 nehme ich jetzt Le Leon von Chanel. Ja, stell dir ja dann Chanel vor. Le Leon, das ist, oder Le Leon de Chanel, glaube ich. Das ist ein Duft. Erstmal ist er extrem stark. Also ihr werdet wahrgenommen, bevor ihr im Raum seid. So. Und es ist das Chalimar für Männer. So. Kennt ihr Chalimar? Im Endeffekt sagt man immer,
Shalimar ist für die Frau. Ja, meistens benutzen sogar Männer Shalimar, weil Männer mögen Vanille. Frauen mögen nicht unbedingt Vanille. Ich wiederhole das immer wieder für auch Neue. Die meisten Männer denken zu einem Date zum Beispiel oder so, dass Frauen auf Vanille stehen. Nein, das tun viele Frauen mögen überhaupt keine Vanille. Entweder sagen sie nichts oder innerlich hassen sie es. Also nicht mit Kerzen, am besten von Ikea oder nein, lass das bitte. Ne? Also, aber Shalimar ist schon ein richtig geiler Vanille, dürft ihr Männer lieben. Auch wenn er animalisch oldschool ist, testet den bitte mal, den Shalimar. Geiler Duft, ich habe ihn auch. Aber der Leon ist noch das, oder der männliche Part. Der männliche Part von Chanel. Richtig hier, ich meine, das ist Shalimar auch, aber hier kommt die Männlichkeit einfach mehr rüber. Die Vanille ist ein bisschen weniger, dadurch ist es würziger, viel würziger. Also schon richtig geil. Ihr habt zwar Bergamotte, Zitrone in der Kopfnote, aber der Duft ist auch harzig. Und das macht, also ich, auch hier schwer zu beschreiben, aber wenn ihr Shalimar kennt und den mögt, dann testet unbedingt Leon, weil es ist einfach der männliche Part. Es ist der Löwe eben. So, Punkt. Ich bin auch Sternzeichen Löwe. Und ja, was ist, ich habe jetzt eins in meinem Kopf. Viele denken, wissen jetzt schon, was kommt auf Platz 1. Aber das ist, der Le Leon ist, ich liebe ja auch Shalimar und dann diese Vanille und dieses, am Anfang wecke ich auch dieses Zitrische, aber mit dieser Würzigkeit, mit dieser Harzigkeit, absolut nice. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Und welcher ist das? Der Egoist, ja. Männlich, den habe ich von meiner Frau vor Jahren bekommen. Männlich, orientalisch, absolut geil. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe noch gesagt, Le Leon, ja, können wir switchen, aber irgendwie ist doch der Egoist immer so auf 1, weil ich glaube, ich habe Chanel-Düfte, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich da auch schon mal eine Liste gemacht, gut, da kannte ich den Le Leon noch nicht und so weiter. Ich weiß das gar nicht, von Chanel schon mal was gemacht. Auf jeden Fall, ich glaube, der Egoist war auch auf 1 da. Fakt ist, das ist einfach ein geiler Duft. Es ist ein absolut geiler, orientalischer, männlicher, eleganter, luxuriöser Duft. Koriander, Mandarine wieder, Zimt, geiles Zusammenspiel. Zitrisch also oder ein bisschen fruchtig mit weihnachtlich orientalisch Zimtnoten. Absolut, das ist ein Meisterwerk. Sandelholz und Tabak. So, das ist doch Endstation, wie ich immer so schön sage. Absolut Endstation, ja. Und ihr habt jetzt übrigens, ja, heute ist echt der Wurm dann manchmal, ne? Ich bin einfach zu schnell, glaube ich. Ihr habt euch auch, was mein Merchandise angeht, Endstation gewünscht. Das wird bestimmt bald kommen. Mal gucken, ich muss das auch alles, ne, machen. Design, ich muss mal sehen, was mir da so einfällt. Ich hab da, das, hatte das schon im Kopf, Endstation T-Shirts. So wird natürlich auch kommen und ja. Alle anderen sind ja, wie gesagt, schon im Shop, andere Sachen und so weiter und so fort. Ja, Egoist, das ist auf jeden Fall die Nummer 1. Mehr muss ich nicht sagen. Ein absolut geiler Duft. Aber die meisten werden den schon kennen und absolut geil. Ja, Leute, dann schreibt mal runter. Schreibt am besten mal unter, wie ist denn eure Top 10 von Chanel, wenn ihr denn Top 10 oder 10 Düfte kennt. Schreibt mal gern unter. Oder wenn ihr nur 5 kennt, schreibt auch gern eure Top 5 unter. Und ich sage euch, ich wette mit dir das Blö oder mit euch, dass Blur de Chanel einfach weiter oben ist bei euch. Nicht negativ gemeint, aber ich gehe nur davon aus, weil so viele sagen, den kann man nicht mehr, ne, tragen. Man kann ihn noch tragen. Und ja, absolut geil. So Leute, dann haut rein. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.